Auf einem Stückchen Eis nur treibe ich umher in einem Glas des ohne Zweifel wässrigsten Gesöffes, welches je in Bars von Greenwich Village bis Paris für Geld eine fast volle Flasche Scotch Hals über Kopf verließ. Da schlängelt sich ein süßer Duft durch die von einer Packung Kent soeben arg getrübte Luft und küsst mich flüchtig auf den Mund, um mir sodann den Hosenbund gut einen Finger breit zu weiten und den Bauch hinabzugleiten. Noch von Valentines Geschwecht paddle ich mehr schlecht als recht mit Mühe, Mut und einer Hand, der linken, an den Gläserrand und tippe der Arthritis wegen äußerst sachte Kess dagegen. Ich verkehre für gewöhnlich nicht in diesem Teil der Stadt, in einem solchen Bumslokal, das nicht einmal Toiletten hat. Man schickt dich 2, 3 Häuser weiter über eine Feuerleiter in den 7., 8. Stock, wo meistens irgend so ein Schmock schon mit der Nachtausgabe sitzt und ohne Pause Pulitzer in Schönschrift in die Wände ritzt. Ich weiß, wovon ich rede, Miss. Gehörte ich ja selber bis vor einem Interview dazu. Doch dann, ich Geistesweltourist, hab ich den Arsch von Freud geküsst und Arthur Miller tump gefragt, was Marilyn zu Sexus sagt. Ich bin, sind wir jetzt gerade dabei, selbst Cineasten auf die eine oder andere Art bekannt, da ich ja in Casablanca direkt hinter Bogie stand, wenn auch nur mit Hut und Mantel, ihm den Rücken zugewandt. Habe gar für Hefners Heft mal einen Sommer lang geschrieben, mich bei dieser Arbeit aber allzu früh schon aufgerieben. Dennoch war mir halb im Hemd die Plackerei gewiss nie fremd, so hauste ich in einer oben ohne Bar beinahe ein Jahr und fegte dort die Garderoben. Half den Damen aus den warmen Sachen, jedenfalls die meisten, für einen Zehner in der Woche. Mehr konnte ich mir halt nicht leisten. Nun, ich bin nicht mittellos, es fehlen mir die Mittel bloß, um einer Frau ohne Bedenken mehr als nur Gehör zu schenken. Apropos, was trinken Sie? Pernod? Einen Remy Martin? Da dreht sie sich zu mir und sagt: Pardon, je ne comprends rien. C'était Lyrik. Das war Französisch.